Was genau ist eigentlich Venture Capital? Ja, also Venture Capital ganz grob, im Deutschen Wagniskapitalfinanzierung. Worum geht es da? Im Grunde genommen ganz einfach. Es geht um Menschen, die Geld haben und dieses Geld Startups zur Verfügung stellen. Startups, junge Unternehmen, die die Aussicht haben, sehr schnell zu wachsen. Ja? Und was passiert da oder wie ist das Business Model dahinter? Du gibst jetzt zum Beispiel als David, du sagst, du hast irgendwie einen Tausender übrig, ja, und den steckst du jetzt in ein Startup von einem Kumpel, von dem du sagst, der ist mir sympathisch und ich glaube, aus dem wird was und aus seinem Startup. Und für diese 1000 Euro kriegst du meinetwegen 10% an dem Startup. Dieses Startup ist, sagen wir mal, irgendwie jetzt gerade 10.000 Euro wert, ja? Dein Anteil logischerweise ist 1.000 Euro wert und du hoffst jetzt, dass dieses Startup sich im Wert halt vervielfacht, ja? Also dass es nicht mehr 10.000 Euro wert ist, sondern dass die ein gutes Produkt bauen, dieses Produkt gut in den Markt bringen und irgendwie der Wert des Startups von 10.000, sagen wir mal, auf 100.000 wächst, ja? Was passiert dann mit deinen 1.000 Euro? Die verzehnfachen sich. Diese 1.000 Euro sind dann plötzlich 10.000 wert und du hast somit Gewinn gemacht. Und das im Grunde genommen ist die VC-Industrie jetzt mal für, also ganz einfach erklärt. Ja. So, wie bin ich da hingekommen? Es war keineswegs so, also ich würde ganz stark lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hatte schon immer den Traum Venture Capital. Sondern es war eher so, ich hatte immer den Traum, selbst zu gründen. Also ich fand Entrepreneurship immer extrem cool. Deswegen auch viele Praktika in dem Bereich gemacht, bei Rocket Internet, bei Epic Companies. Alles Unternehmen, die im Grunde genommen nichts anderes machen, als Unternehmen zu gründen. Und also Inkubatoren. Und hatte dann so nach der Uni Mannheim aber das Gefühl, hey, irgendwie fühlst du dich noch nicht ready. Ja? Also, was hast du jetzt für Optionen? Entweder du machst nochmal einen Master dran, ja, lernst noch ein bisschen weiter, oder du machst irgendwie was Praktisches, was dir auch nochmal so die Grundwerkzeuge der BWL beibringt.